Mit diesen 17 Tricks zockt dich dein Versicherungsvermittler ab, ohne dass du es merkst. Ganz viel Spaß bei diesem wichtigen Video. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf, erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und hier auf dem Kanal gibt es wichtiges und praktisches Versicherungswissen für dich. Heute müssen wir einfach mal über 17 Tricks, über 17 fiese Tricks, 17 Maschen sprechen, die leider Versicherungsvermittler da draußen anwenden, um dich als Endkunden, ja, tatsächlich schon so ein bisschen über den Tisch zu ziehen. Eins vorweg. Ich bin selbst Versicherungsmakler, also eine Unterkategorie von Versicherungsvermittler. Versicherungsvermittler sind ja alle. Und dieses Video ist alles, aber kein Bashing gegen Versicherungsvermittler. Versicherungsvermittler sind wichtig und es gibt da draußen auch sehr, sehr viele, die einen guten Job machen. Es gibt aber auch einige, die halt absolut keinen guten Job machen. Und die gilt's zu entlarven. Und du als Kunde hast tatsächlich echt eine relativ schlechte Position, das zu erkennen, wenn dich jemand über den Tisch zieht. Und in diesem Video bekommst du eben diese 17 Tricks, die oft angewandt werden von mir, mit auf den Weg, damit, wenn du demnächst in so einer Beratung drinnen sitzt, sofort erkennen kannst, Moment mal, hier läuft gewaltig was schief. Am Ende des Videos bekommst du dann auch noch von mir einen Tipp, wie du dich dann verhalten solltest, wenn du mal in so einer Beratung sitzt und feststellst, oh mein Gott, hier läuft echt einiges schief, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Deswegen bitte bis zum Ende dranbleiben und auch ganz wichtig, wir sind ja hier eine Community. Wenn du jetzt hier auch noch irgend so einen Trick kennst, irgend so eine Masche kennst, vielleicht auch mal auf so eine Masche reingefallen bist, dann bitte nimm dir kurz die Zeit und schreib hier unten einen Kommentar, damit andere, die dieses Video ansehen und die Kommentare lesen, auch davon noch lernen können. Das wäre unglaublich wichtig. Und jetzt starten wir rein mit dem ersten Trick. Fangen wir direkt an mit einem Klassiker. Vielleicht ist das auch schon passiert. Und zwar, dass in regelmäßigen Abständen dein Versicherungsvermittler zu dir kommt und sagt, hey, wir müssen mal wieder über den Vertrag drüber schauen. Ich habe da was Neues, ich habe da was Besseres. Und dann wird der alte Vertrag gekündigt und ein neuer Vertrag abgeschlossen. Es spricht nichts dagegen, wenn tatsächlich dein bestehender Vertrag nicht wirklich gut war und ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, der wirklich besser ist und das alles Hand und Fuß hat. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber in vielen Fällen ist das leider nicht der Fall. In vielen Fällen ist die Motivation des Beraters leider eine andere, nämlich, dass er gerne nochmal eine neue Abschlussprovision kassieren möchte, in dem Moment, wo er einen neuen Vertrag platziert. Auch das ist nichts Verkehrtes, dass man eine Abschlussprovision bekommt. Ja, für alle, die sagen, Provisionen wären falsch und sonst was, das ist Humbug. Ja? Nur kann das halt ausgenutzt werden. Das ist das Problem. Und wenn du einen guten Berater hast, wird das nicht passieren. Und ganz kritisch wird es natürlich dann, wenn das so in 5-Jahres-Abständen passiert, zum Beispiel vielleicht bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Warum ist das jetzt sehr komisch? Ein Versicherungsvermittler unterliegt einer sogenannten Stornohaftung. Was heißt das? Eine Stornohaftung bedeutet, dass man für gewisse Jahre haftet für seine Vergütung, die man bekommen hat vom Versicherer. In vielen Fällen, zum Beispiel bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, sind das 5 Jahre. Und wenn diese 5 Jahre rum, dann kann man diesen Vertrag hier einfach wieder kündigen vom Kunden oder den Kunden das kündigen lassen und schließt nochmal 9 ab. Man bekommt nochmal die neue Abschlussvergütung, muss aber auch nichts zurückzahlen von dem alten Vertrag, weil diese 5 Jahre natürlich schon durch sind. Und das kann man natürlich auch anwenden auf andere Verträge, wo es vielleicht nur 12 Monate Stornohaftung gibt. Und dann wird das immer wieder umgedeckt. Das ist so dieser Fachbegriff. Und in vielen Fällen ist das natürlich absoluter Schwachsinn. Das heißt, hier drauf achten, macht das wirklich Sinn? Hinterfrage das, stelle kritische Fragen, um sicherzustellen, dass das wirklich sinnvoll ist. Die nächste Masche spielt hier mit rein, auch wieder das Thema Stornohaftung, wo zum Beispiel dir jemand sagt, guck mal, wir machen jetzt eine Rentenversicherung, eine vorgebundene Rentenversicherung. Kannst dir vorstellen, wie ein besseres Sparbuch, du darfst nur nicht die nächsten 5 Jahre rangehen an das Geld. Klingt erstmal gar nicht mal so blöd, ja, aber hat natürlich auch den Hintergrund, die ersten 5 Jahre, warum nicht, auch wieder das Thema Stornohaftung. Dann ist das dem Berater im Prinzip danach egal, weil er hat dann nicht mehr das Problem, dass er seine Vergütung zurückzahlen muss. Aber du hast hier eigentlich dann vielleicht einen Vertrag, wo du sagst, das macht ja gar keinen Sinn, weil eine vorgebundene Rentenversicherung ist natürlich auf keinen Fall sowas wie ein Sparbuch, wo du auf einmal einfach Geld abheben kannst und einzahlen kannst und das einfach so funktioniert und sinnvoll wäre. Ja? Das heißt, hier auch unbedingt aufpassen, wenn sowas Komisches gesagt wird. Die nächste Masche. Da platzt mir persönlich die Hutschnur. Sowas kommt so oft vor,
Das kriegen wir immer mit bei unserem kostenlosen BU-Check, den wir anbieten, unseren Kunden. Und dann prüfen wir Berufsunfähigkeitsversicherung und stellen auf einmal fest, Moment mal, was ist denn das für ein Mistvertrag? Der hat eine Laufzeit bis 50, bis 55 oder 60 und hat überhaupt nichts mit einer quasi adäquaten Absicherung zu tun bis zum Renteneintrittsalter. Was ist passiert? In vielen Fällen, weil man fragt den Kunden, warum hast du das gemacht? Und die Antwort des Kunden, ja, das war dann halt günstiger. Aber dem war gar nicht klar, dass das halt deshalb günstiger wurde plötzlich, weil der Vermittler halt hergegangen ist und hat gesagt, okay, dann gehen wir halt von 67 runter auf 60 oder 55 oder wie auch immer, weil dann wird es ja günstiger. Natürlich wird es günstiger, weil die Laufzeit deiner Berufsunfähigkeitsversicherung sich verkürzt und natürlich auch diese Jahre nach hinten raus, die risikoreichsten Jahre sind, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass du berufsunfähig wirst. Und dann gehen viele Vermittler dann in so einen Preiskrieg. Ja, du hast vielleicht so ein Angebot vorliegen und dann sagt er, komm, das können wir ein bisschen günstiger machen. Tipp, tipp, tipp. Wird dein Endalter runtergesetzt, das kriegst du gar nicht mit. Und auf einmal ist es günstiger. Du siehst nur den Preis und sagst, ja, prima, machen wir. Weil günstig ist ja immer gut. Ne? Ist es nicht. Ganz wichtig, vor allem nicht bei solchen wichtigen Versicherungen. Also darauf achten, dass dich hier wirklich keiner verarscht, indem einfach dein Leistungsendalter runtergesetzt wird, du weniger Leistung hast, aber denkst, du hast immer noch die gleiche Leistung, bezahlst nur weniger. Das geht natürlich nicht, wird aber oft da draußen gemacht. Okay, den nächsten Trick, die nächste Masche habe ich echt überlegt, nehme ich es ins Video mit rein oder nicht. Das werden jetzt viele da draußen nicht gerne hören wollen, die auch Versicherungen vermitteln und beraten. Aber ich halte überhaupt nichts davon, wenn dir dann nach der Beratung so ein Zettel und ein Stift hingelegt wird und gesagt wird, so, jetzt schreib doch nochmal die Namen deiner 10 besten Freunde auf. Denen kann man doch hier mit so einer Beratung auch was Gutes tun. Es spricht ja nichts so grundsätzlich dagegen. Das ist einfach ein Vertriebsweg, wie man an neue Kunden kommt. Auf der anderen Seite finde ich es sehr gefährlich für dich, wenn du zum Beispiel gar nicht weißt, dass du vielleicht gerade jetzt eine richtig schlechte Beratung bekommen hast, empfiehlst quasi eine schlechte Beratung weiter, weißt das gar nicht und dann kann ich dir aber garantieren, dass eine Sache passieren wird, wenn das Ganze aufliegt, dass dein Freundeskreis sich plötzlich verringert hat, weil du warst nämlich derjenige, der sowas weiterempfohlen hat. Das heißt, wenn du das tust, dann ist das grundsätzlich deine Aufgabe zu überprüfen, hat das eigentlich alles Hand und Fuß, was hier gerade passiert ist. Das heißt, du musst deine eigene Beratung erstmal überprüfen und das geht natürlich auch nur durch eigene Bildung im Versicherungsbereich, zum Beispiel im Schauen meiner Videos hier. Dann weißt du wahrscheinlich schon mehr als 80% der Versicherungsvermittler da draußen. Und das kann dir niemand abnehmen und das ist auch so ein bisschen deine eigene Verantwortung hier an der Stelle. Also nicht einfach leichtfertig dann so Namen weitergeben, wenn du nicht sicher bist, dass hier wirklich den Menschen geholfen wird und wirklich eine gute Beratung stattfindet. Wir machen weiter mit sogenannten Startertarifen, die gerne bei der Berufsunfähigkeitsversicherung angeboten werden. Grundsätzlich auch erstmal nichts Verkehrtes. Warum? Wenn ein zum Beispiel Student eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte, dann ist das erstmal auch sehr clever von ihm. Das macht absolut viel Sinn. Warum? Habe ich hier mal ein Video dazu gemacht. Hat aber vielleicht nicht so viel Kohle, der Student. Dann gibt es diese Startertarife, wo er zu Beginn einfach ein bisschen weniger zahlt. So die ersten 3 Jahre, die ersten 5 Jahre. Dann muss man aber gucken, wie hoch ist dann dieser Beitragssprung, wenn diese vergünstigte Periode rum ist. Und in vielen Fällen sind das echt miese Tarife, wo ein richtig starker Beitragssprung dann passiert und über die komplette Laufzeit man dort viel, viel, viel mehr zahlt, als hätte man von Anfang an den normalen Beitrag hergenommen. Und das wird dir nicht erzählt und darauf musst du achten, weil du siehst im ersten Moment wahrscheinlich nur, ey cool, das ist günstiger, ich spare was. Langfristig gesehen legst du aber drauf. Die nächste Masche ist auch einer der Klassiker und zwar, dass dir eine Berufsunfähigkeitsversicherung verkauft wird, gekoppelt mit einer Rentenversicherung, gerne auch mal Kombiprodukt genannt oder ähnliches. Gleich vorab, bevor hier jetzt noch andere Berater ein Bashing gegen mich anfangen, mir ist vollkommen bewusst, dass in manchen Fällen das so Sinn machen kann. Bisschen Steuervorteil, man kann das Ganze absetzen, wenn das alles richtig gemacht wurde und vor allem, wenn es dem Kunden auch richtig erklärt wurde. Und das passiert in vielen Fällen halt nicht. Warum? Weil ich das selbst mitbekomme, dass bei uns dann Verträge landen, wo der Kunde sagt, mir war das gar nicht bewusst, dass hier noch so ein dämlicher Altersvorsorgevertrag mit dranhängt, der in vielen Fällen noch super teuer ist. Was mache ich jetzt mit dem Teil? Und deswegen, klare Empfehlung von mir, Altersvorsorge und Risikoabsicherung immer trennen. Separate Berufsunfähigkeitsversicherung, separate Altersvorsorge. Ich habe das Ganze auch nochmal in einem separaten Video aufgeschlüsselt. Siehst du hier oben verlinkt. Sagen übrigens auch die Verbraucherschützer, dass man das Ganze trennen soll. Warum wird das dann dennoch oftmals so angeboten? Naja,
könnte ja sein, dass es daran liegt, dass der Vertreter in so einem Fall nochmal mehr verdient, weil ja zwei Verträge in einem kombiniert werden. Dadurch steigt der Beitrag und je höher der Beitrag, desto höher dann entsprechend auch die Vergütung. Aber ist nur so eine Vermutung. Lass uns über Dynamiken sprechen, also jährliche prozentuale Erhöhungen in deinem Vertrag, zum Beispiel Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Rentenversicherung. Dagegen ist nichts zu sagen, die sind sogar wichtig, um zum Beispiel die Inflation auszugleichen. Wenn aber so eine Dynamik auf einmal exorbitant hoch ist, so 5-10% hat und das sich jedes Jahr erhöht, dann braucht man jetzt kein Albert Einstein zu sein, um zu realisieren, dass in wenigen Jahren dir hier ein utopischer Beitrag abgebucht werden würde. Und da muss man sich die Frage stellen, steht das überhaupt noch in irgendeiner Relation? Und was auch hier leider natürlich passiert, ist, der Berater verdient dann natürlich jedes Mal mit bei so einer Erhöhung, was nochmal per se nichts Verkehrtes ist, wenn es richtig gemacht wurde, aber halt nicht, wenn es unverhältnismäßig ist. Und deswegen bitte darauf achten, dass Dynamiken nicht auf einmal so utopisch hoch angesetzt werden, und wenn doch, dann lass es dir erklären, und wenn hier keine plausible Erklärung gemacht werden kann, dann solltest du diese Dynamik in dieser Höhe auch nicht ansetzen, sondern eher den Fokus darauf legen, dass die Inflation dadurch ausgeglichen werden kann. Das Produkt ist nicht so wichtig, sondern die Strategie. Wenn du den Satz hörst, nimm die Füße in die Hand und renn. Also ich habe es selbst nicht geglaubt, wurde mir jetzt aber schon von mehreren Seiten herangetragen, und das kann es halt einfach nicht sein. Das ist wie wenn der Arzt zu dir sagt, naja, die Medizin, die du einnimmst, ist egal, aber kommt drauf an, zu welcher Tageszeit du das Ganze einschmeißt. Ja, das ist genauso schwachsinnig. Natürlich ist das Produkt wichtig. Wenn du ein schlechtes Produkt hast, dann kann die Strategie noch so gut sein. Dann wird das Ganze nicht so gut performen als im Vergleich zu einer Strategie, wo ein richtig gutes Produkt hergenommen wird. Ich denke, das ist logisch und nachvollziehbar, und deswegen bei so einem Satz abhauen, wegrennen, Online-Beratung beenden, rausschmeißen, was weiß ich. Also das ist keine Basis für eine gute Versicherungsberatung, wo du am Ende dann auch wirklich ein gutes Produkt hast. Die nächste Masche, der nächste Trick, beziehungsweise eigentlich schon die nächste Dreistigkeit, betrifft alle Versicherungsprodukte, die Gesundheitsfragen mit dabei haben. Also zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, Risikolebensversicherung, so die Ecke. Und wenn dein Berater dann dir sagt, wenn ihr zu den Gesundheitsfragen kommt, ach komm, das ist nicht so wichtig, mach da überall mal so ein Kreuzchen bei Nein ran, das passt schon. Dann nimm denjenigen und schmeiß ihn mit einem ordentlichen Arschtritt aus deiner Wohnung oder beend die Online-Beratung oder sonst was. Sowas ist grob fahrlässig vom jeweiligen Vermittler. Gesundheitsfragen sind utopisch wichtig, deswegen werden die auch gestellt. Diese Gesundheitsfragen entscheiden darüber natürlich, ob du angenommen wirst, beziehungsweise wie du angenommen wirst. Und wenn du hier flunkerst und lügst, dann kann dir das irgendwann mal wie ein Boomerang zurückkommen. Und jetzt haben wir hier natürlich eine Problematik. Du wirst in diesem Moment der Aussage des Beraters mehr vertrauen als deinem eigenen vielleicht Urteilsvermögen, weil du es einfach nicht besser weißt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil du wirst sagen, naja, wenn der Berater sagt, das ist nicht so wichtig, er wird es ja schon wissen. Ja, er weiß das auch, aber er weiß auch, wenn du hier zu viel Ja ankreuzt und vielleicht zu viele Vorerkrankungen hast, dass vielleicht dann kein Vertrag zustande kommt und er nichts verdient. Traurig, aber wahr, und Praxis da draußen in vielen Fällen. Deswegen bei sowas sofort Gespräch beenden und einen neuen, besseren Versicherungsvermittler suchen. Die nächste Masche, und es ist wirklich eine Masche, gehört zu der Kategorie, ich schäme mich zutiefst für meinen Berufsstand. Zutiefst. Und als ich davon erfahren habe, ich wurde traurig und wütend zugleich. Und zwar funktioniert diese Masche wie folgt. Du sitzt als Kunde im Beratungsgespräch, das wird irgendwie alles erklärt, durchgegangen, und am Ende geht es auch darum, die Unterschrift irgendwo zu setzen. Und dann sagst du so als Kunde, ja, ich möchte mir es noch kurz überlegen, ja, eine Nacht drüber schlafen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Und jetzt geht die Masche los. Dann sagt derjenige nämlich, wissen Sie was, wie viel Zeit brauchen Sie denn? Und dann sagt er so, eine Woche, vielleicht zwei Wochen. Und dann denkst du, na, das ist komisch, zwei Wochen Zeit lassen, das ist ja eigentlich so gar nicht das Ding. Eigentlich wollen die doch, dass sofort unterschrieben wird. Und genau das ist auch der Punkt. Du sollst nämlich auch sofort unterschreiben. Nämlich derjenige wird dann sagen, wissen Sie was? Sie lassen sich jetzt nochmal 14 Tage Zeit, unterschreiben jetzt heute schon mal, ich nehme das mit. Und wenn Sie sich dagegen entscheiden sollten, dann sagen Sie nochmal Bescheid, rufen an, und dann zerreißen wir quasi den Vertrag. Falle ich vom Glauben ab? Falle ich persönlich vom Glauben ab, wenn jemand sowas macht da draußen?
Das ist für mich Kundenverarsche, das ist für mich psychologisch den Kunden verarscht im Prinzip. Und da wird natürlich drauf gebaut, dass du das als Kunde vergisst, ja, nicht mehr dran denkst oder sonst was und dieser Vertrag dann halt einfach policiert wird und abgeschlossen wird und du aber vielleicht den eigentlich gar nicht wolltest, ja. Und deswegen nichts unterschreiben, irgendwie so im Vorfeld und dann, ja, wenn es nicht passt, dann sag nochmal Bescheid, sondern lass die Sachen bei dir und du unterschreibst dann, wenn du alles verstanden hast und keine Fragen mehr offen sind. Aber nicht so, geht gar nicht. Schämt euch, die ihr das so macht. Schämt euch. Vielleicht kennst du das vor allem auch oder hast das schon mal erlebt. Ein Berater kommt zu dir, ja, Online-Beratung, ja, wie zum Beispiel bei uns oder halt offline, wie auch immer, ist egal. Und dann wird über die bestehenden Verträge drüber geguckt und dann ist gleich so die erste Aussage, ah, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ja, und du hast so das Gefühl, verdammt, ja, was habe ich hier eigentlich? Ich war ja eigentlich nie gut versichert. Und das ist dieses generelle Schlechtreden von bestehenden Verträgen. Und da musst du ganz, ganz, ganz hellhörig werden. Weil in vielen Fällen will der Vermittler wahrscheinlich einfach nur seine Gesellschaft, seinen neuen Vertrag bei dir platzieren. Aber es gibt eigentlich gar keine wirkliche Grundlage, das zu tun, außer dass er halt einen neuen Vertrag vermitteln will. Und in so einem Fall, bitte frag nach, was ist denn da jetzt genau schlecht dran? Was genau passt denn da nicht? Lass dir das zeigen und lass dir nicht nur was erzählen, sondern lass dir das zeigen. Können Sie mal bitte mal einen Vergleich machen, damit ich das Ganze mal sehen kann. Weil dann auf einmal wird der Vermittler vielleicht umschwenken, weil er merkt, oh, das artet in Arbeit aus. Ja, und am Ende kommt vielleicht raus, dass ich hier doch eher Blödsinn gesagt habe und er wird sagen, naja, so schlecht ist der Vertrag gar nicht. Generelles Schlechtreden ist nie ein gutes Zeichen. Nie. Ja, wenn jemand über seine Konkurrenz schlecht redet, über die sich hermacht, ohne dass das irgendwie begründet wird, geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Und da ganz, ganz, ganz genau nachfragen, was denn hier Sache ist und warum man jetzt diesen Vertrag ändern sollte oder neu abschließen sollte. Ich habe noch einige Tricks und Maschen für dich mit dabei, also jetzt noch dranbleiben. Diese wenigen Minuten, die du jetzt hier noch hast, werden dir viele Stunden sparen in Zukunft an schlechter Versicherungsberatung. Es gibt Fälle, da sitzt du dann bei deinem Berater und du hast vielleicht ein gewisses Ziel, einen gewissen Wunsch, um was es gehen soll in deiner Beratung und auf einmal merkst du, wie du einfach in eine ganz andere Richtung gedrückt wirst, wo du auf einmal merkst, Moment mal, der interessiert sich gar nicht für dich, sondern der will ein spezielles Produkt bei dir platzieren, ob das passt oder nicht. Und das ist einfach dann wahrscheinlich geleitet von internen Verkaufszahlen. Ja, diese Woche haben wir jetzt Bausparwochen, ja, wie bei den Banken zum Beispiel. Bei Banken übrigens ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, wenn es hier um das Thema Versicherungen geht. Oder es wird irgendwie, Unfallversicherung muss jetzt verkauft werden. Ja, also diese ganzen internen Wettbewerbe und Zahlenvorgaben, da bin ich ein riesen, riesen Feind davon, finde ich überhaupt nicht gut, das ist nicht kundenorientiert. Und wenn du das merkst, dass da auf einmal gar nicht nach deinen Bedürfnissen gehandelt wird, sondern einfach nur, dass ein Produkt bei dir platziert wird, dann auch hier die Reißleine ziehen und den Berater mit dieser Masche nicht durchkommen lassen, wie auch immer er die dann rüberbringt und verkauft. Deine Bedürfnisse müssen immer im Mittelpunkt stehen. Immer, ausnahmslos, nur um dich geht's. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Selbstwertgefühl brauchst du natürlich auch. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das bei dir immer vorhanden ist, in jeder Versicherungsberatung. Ich habe wieder einen Klassiker für dich. Und zwar das Spiel mit der Angst. Das wird ja sowieso der Versicherungsbranche jeden Tag aufs Neue vorgeworfen, dass einfach zu sehr mit der Angst der Kunden gespielt wird. Was ist Fakt? Fakt ist, dass es bei Versicherungen immer darum geht, Risiken abzusichern. Und vor Risiken haben Menschen natürlich Angst. Das ist ganz normal. Deswegen habe ich eine Haftpflichtversicherung oder eine Krankenversicherung oder eine Rechtsschutzversicherung, eine Unfallversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil ich Angst davor habe, wenn das passiert, ich hier auf einmal plötzlich ein finanzielles Problem habe. Und da ist nichts falsch dran. Falsch und zur Masche wird es in dem Moment, wo übertrieben mit der Angst des Kunden gespielt wird, wenn mit Existenzängsten gespielt wird und quasi bei dir die Emotion erzeugt wird, wenn du das jetzt nicht heute unterschreibst, ja, dann ist morgen quasi alles vorbei, wenn dir was passiert oder sonst was. Das heißt, immer schön rational bleiben bei solchen Geschichten, auch du als Kunde, und lass dich nicht von dieser Angst irgendwo hinverleiten. Versuch rational noch zu bleiben. Ja, es geht um die Absicherung von Risiken, das ist ganz klar. Aber du darfst dich nicht von der Angst hier pur leiten lassen, weil dann sind vielleicht auch einige Sachen mit dabei, die du vielleicht gar nicht gebraucht hättest, aber die Angst hat dich dann hier irgendwo
unterschreiben lassen. Herr Müller, Sie müssen jetzt unbedingt noch heute hier unterschreiben. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass wir morgen noch diesen super Preis haben. Die Preise ändern sich jeden Tag, deswegen, ich habe dann da nichts mehr mit zu tun. Ich kann da nichts mehr für Sie tun, wenn Sie nicht heute unterschreiben. Schon mal gehört? So in der Richtung? Fast schon ein bisschen nach Marktschreie klingt das. Also dieser künstlich erzeugte Zeitdruck, du musst heute unterschreiben, weil morgen kann das alles schon wieder doppelt so teuer sein oder sonst irgendeinen anderen Blödsinn. Das ist eine reine Verkaufsmasche. Das gibt es in der Realität nicht, dass sich von heute auf morgen plötzlich der Preis utopisch ändern würde oder dass man nur eine gewisse Zeit sich an dieses Angebot halten kann. Das ist richtig, wenn es um so Sachen geht wie, es wird eine Risikovorabanfrage gemacht und der Versicherer hat ein Votum gegeben, wo er sagt, okay, daran hält er sich jetzt nur so und so lang. Das ist richtig. Oder wenn es Jahresende ist und es darum geht, einen Vertrag noch im Dezember abzuschließen oder im Januar, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder private Krankenversicherung, also Verträge, wo dann Alter eine Rolle spielt, dann ist das richtig. Dann wird man hier im nächsten Jahr quasi höchstwahrscheinlich einen höheren Beitrag haben, weil halt dann hier neu berechnet wird und du faktisch für die Versicherung schon ein Jahr älter bist, unabhängig davon, wann du wirklich Geburtstag hast. Sowas gibt's, das ist richtig. Aber halt nicht dieser künstliche Zeitdruck, der oftmals erzeugt wird, der komplett ohne irgendeinen Grund hier dann tatsächlich einfach erzeugt wird. Das heißt, da nicht drauf reinfallen, du hast genug Zeit in der Regel. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wenn jemand Zeitdruck erzeugt, kein gutes Zeichen, dann säg das Ganze ab, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst. So einfach ist es. Ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, dieses Schlechtreden, generell Schlechtreden von bestehenden Versicherungen, die du schon hast. Und gleiches gilt auch für das Schlechtreden dann einfach von anderen Vermittlern, wo dann gesagt wird, ach, das sind eh die größten Gauner und die gehen gar nicht und die haben auch nur ihre eigenen Provisionen im Hinterkopf. Sowas finde ich auch nicht gut. Das ist auch eine Masche, um einfach dann das Gefühl zu erzeugen, Moment mal, auch das ist jetzt der einzig wahre Messias, bei dem ich gut aufgehoben bin. Alle anderen scheinen Gauner zu sein. Ja, das ist in der Regel tatsächlich nicht der Fall. Und ein guter Berater hat das nicht nötig, in meinen Augen, andere schlecht zu machen. Ich habe das in meiner ganzen Karriere noch nie gemacht. Kam mir eigentlich auch nie in den Sinn. Das heißt, das ist einfach, das ist nicht gut. Ja, das würde mir als Kunde auch kein gutes Gefühl geben, wenn ich in irgendeiner anderen Beratung bin und jemand die Konkurrenz komplett schlecht macht. Das wirft ein schlechtes Bild genau auf diese Person, die das macht. Und da würde ich auch ein Augenmerk drauf legen, wenn dein Berater sowas macht. Zwei Maschen und Tricks habe ich dir noch mitgebracht und dann erkläre ich dir, wie du dich rauswinden kannst, wenn du in so einer Beratung drin hängst und habe noch so ein paar letzte Tipps für dich. Wenn du in einer Versicherungsberatung drin bist und der Versicherungsvermittler möchte quasi, dass du jetzt unterschreibst und merkt irgendwie, du zögerst noch so ein bisschen, was ja nochmal vollkommen in Ordnung ist. Und er sagt dann, wissen Sie was, wenn Sie heute unterschreiben, dann gebe ich Ihnen 400 Euro. Bar auf die Kralle. Dann schmeißen raus. Schmeißen raus! Das geht nicht. Das ist, also ich kann das jetzt rechtlich nicht 100% beurteilen, aber das geht fast schon in die Richtung Bestechung. Ja, so quasi, ich gebe dir das Geld und du unterschreibst mir jetzt den Vertrag. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Macht sowas nicht. Wenn du dann denkst, oh cool, ich kriege jetzt 400 Euro, das hat mir ja noch nie jemand angeboten, hier habe ich jetzt einen Mehrwert. Nein! Da ist höchstwahrscheinlich irgendwas im Busch, dass der dir 400 Euro geben kann, ja, möchte sogar, wenn du jetzt hier unterschreibst, dann scheint dir irgendwas nicht zu stimmen. Unabhängig davon, dass das, Entschuldigung, rechtlich sowieso eine ganz, ganz harte Grauzone ist. Vielleicht kann das mal jemand hier kommentieren, wie das rechtlich zu bewerten ist. Aber in meinen Augen geht das halt wirklich gar nicht. Und sowas solltest du auf keinen Fall tun und dich nicht hier auf einmal von so ein paar Euros, die du bar auf die Hand bekommst, verleiten lassen. Und die letzte Masche, die tatsächlich auch relativ oft passiert, und dann kommen wir gleich zu meiner Empfehlung, wie du dich aus so einer Beratung befreien kannst, das ist die, dass dir ein falscher Status vorgegaukelt wird. Was meine ich mit Status? Mit Status meine ich, ist dieser Berater gebunden an einen oder wenige Versicherer oder ist er wirklich frei und unabhängig? Und wenn dir dann jemand sagt, er ist, ja, ich bin unabhängig und hat aber eigentlich nur 3, 4, 5 Versicherer oder sogar vielleicht nur sogar einen, den er dir anbieten kann, dann ist das halt schlichtweg gelogen. Und dir wird vorgegaukelt, Moment, hier ist wirklich eine unabhängige Versicherungsberatung am Start, ist es aber tatsächlich nicht. Und das musst du wissen, dass ein Versicherungsvertreter, genau diese Bezeichnung, der arbeitet halt für eine
Versicherungsgesellschaft. Er vertritt die Versicherung. Deswegen heißt das Ding auch Versicherungsvertreter. Ein Mehrfachagent, der hat mehrfach Versicherungen am Start, aber halt auch nicht ein großes Volumen. Das sind eher so 3 bis 5 in der Regel. Und dann gibt es den Makler, der hat fast das komplette Portfolio da draußen an Versicherungen, auf das er zurückgreifen kann. Auch nicht alle, ja, manche Direktversicherer oder so halt nicht, oder Versicherungen, die nur ihren eigenen Vertrieb haben, das ist richtig, aber der hat doch dann hier die maximale Unabhängigkeit, um das einfach mal nur mal ganz kurz hier klarzustellen, weil das viele nicht wissen. Ich will immer nur an diese eine E-Mail erinnern, die ich mal bekommen habe, wo drin stand, gestern war der Versicherungsmakler von der Allianz bei mir und ja, mehr braucht man dazu nicht sagen. Und jetzt sprechen wir mal drüber, was du tun kannst, wenn du in so einer Beratung drin hängst. Solltest du feststellen, dass du in einer Versicherungsberatung bist, wo jetzt zum Beispiel eine dieser Maschen, dieser Tricks angewandt wurde oder vielleicht auch eine der Tricks und Maschen, die jetzt hier vielleicht noch Leute kommentiert haben, dann handle. Hab nicht irgendwie Hemmungen, das ist gefährlich, sondern sei bestimmt und sage, lieber Berater XY, ich möchte die Beratung jetzt an dieser Stelle beenden, ich fühle mich nicht gut aufgehoben und ich bitte dich, das zu respektieren, bitte kontaktieren Sie mich jetzt auch nicht mehr und zieh das durch. In vielen Fällen wird dann natürlich noch argumentiert und wieso und weshalb und warum, du kannst das gerne noch irgendwie ausschmücken, aber sei bestimmt, ich habe so viele Kunden, wo ich dann frage, warum habt ihr diesen Mist abgeschlossen? Warum? Ja, wir wollten dem jetzt halt nicht irgendwie ja, so auf die Füße treten und wir wollten halt nett sein. Hallo, hier geht's um dich. Bei Versicherung musst du an dich denken. Ganz wichtig. Und dein guter Berater, der sollte auch an dich denken. Und dann passt das. Aber halt nicht so. Und so bekommst du aus so einer Beratung dann raus. Ja, bei einer Online-Beratung kannst du einfach einen Laptop zumachen, das ist easier. Und das ist ganz wichtig, dass du das durchziehst. Und am Ende des Tages, und bitte bleib jetzt noch kurz dran, und dann gibt es auch noch die kurze Info, welches Video als nächstes kommen wird. Es liegt irgendwo auch in deiner Verantwortung, dass du dich in diesem Bereich weiterbildest. Du lernst es nicht in der Schule, in der Regel auch nicht im Studium. Aber wenn du dir ein gewisses Grundwissen aneignest, an Versicherung, zum Beispiel durch das Anschauen und das Abonnieren meines Kanals hier, dann kann dir einfach nicht mehr so viel passieren. Dann kann dir halt nicht mal wirklich jemand Blödsinn erzählen, weil du einfach ein gewisses Grundwissen hast. Und das möchte ich dir einfach nochmal nahelegen. Versicherungen sind wichtig, Finanzen sind wichtig. Du musst dich mit diesem Thema beschäftigen. So viel dazu. Im nächsten Video, habe ich euch ja versprochen, geht es um das Thema Zweiklassenmedizin in Deutschland. Gesetzlich Krankenversicherte, private Krankenversicherte. Ist das wirklich so? Werden die Privatkrankenversicherten bevorzugt behandelt? Ich habe das Ganze beleuchtet. Und wenn du dieses Video nicht verpassen möchtest, dann hier unten jetzt noch schnell auf Abonnieren klicken. Und vielleicht hast du das Video, das genau dieses Video quasi ausgelöst hat, noch nicht gesehen. Was dir dein Arzt eigentlich wirklich verschweigt, dann kannst du das hier oben jetzt noch anschauen. Ansonsten teile das Video gerne überall. Ich werde immer gefragt, Basti, darf ich deine Videos teilen? Natürlich, vollkommen gerne. Das ist wichtiges Wissen, damit noch weniger Menschen in Zukunft eben auf schlechte Berater reinfallen und das Versicherungswissen und beziehungsweise das gefährliche Halbwissen einfach abnimmt. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dorthin, Servus und mach's gut.